Ja, willkommen zurück zu Sims Mittelalter. Im letzten Part, da haben wir ja unsere letzte Tagesaufgabe gerade so noch hingekriegt. Und wir haben mit zwei Fischern, die unten am Hafen waren, gesprochen wegen dem Angelwettbewerb. Beide hatten Bedingungen, bevor sie uns ihre Geheimnisse verraten. Aber wir mussten uns für einen entscheiden, und wir haben uns für den Malone entschieden. Der wollte einen Apfel haben, der andere wollte eine Aalsuppe haben, und ja, ich hatte halt keine Lust, jetzt wieder zurückzulaufen und eine Aalsuppe zu kochen, und wir hatten gerade halt Äpfel im Inventar. Und ja, dann haben wir noch einen Schwertkampf gesehen gehabt, und jetzt ist sie hier fix und fertig und ist am Schlafen. Und mal sehen, was der nächste Tag so einbringt. Wir müssen ja jetzt als nächstes irgendwo einen Fisch fangen gehen. Aber da müssen wir halt jetzt warten, bis sie am nächsten Tag aufsteht. Und dann müssen wir nur. Zum Glück sind. Ja. Cabrel Tonnage. So. Sie steht jetzt auf. Was soll sie denn? Zwei Sims auf Operationstisch behandeln? Okay. Und 2 Stunden Symptome forschen. Ich muss über die Krankheiten auf dem Laufenden bleiben, mit denen ich täglich konfrontiert werde. Da ist es sicher hilfreich, ein paar Stunden mit der Erforschung von Symptomen zu bringen. Ich muss mich um die Patienten in meiner Klinik kümmern, besonders um die zwei, die heute einen Termin haben. Ich werde mein Bestes tun, um ihre Krankheiten zu heilen. So. Ja, mach mal schnelle. So. Da. Schnell essen. So. Dann nehmen wir jetzt sie da. Haha. Fledge. Ah. Kolglima. Niet her. Vor Semschla. Dipti. Bäckerin Annette. Genau. Alle haben das gleiche Nachthemd. So, okay, dann einige Igel. No vet. Ah, ziemlich schick. Noch haben wir 30 Stück. Es gibt Dögen. So, da kannst du. Sack. Ja, gib noch Okay. mal. Lieber. So, und ihr? Och, machst du schön sauber, das ist gut. Und sie ist auch ummantelt von Partikelchen. So, und jetzt kannst du sie entlassen. Also flößt ihr dein Lavendel, Sogar Flagget. Lavendel, Monika. Gemisch, keine Ahnung, was du ja da reingemacht hast, aber es ist lila, also es ist irgendwas mit Lavendel. So. Dann die Gutsfrau Liesel. Und dann hätten wir uns. Jetzt haben wir einen behandelt, jetzt kommt unsere zweite. Verga. Dann haben wir schon eine Tagesaufgabe auch erledigt. So, jetzt.
halt ein. Also okay. Einige. Oh. Hm? Ja. Oh. Oh. Es gibt Dögen. Oh. Oh. So. Oh. Und da kannst du ruhig nochmal einen Haufen. Beziehungsweise ja einige. Rainen. Mir Robin Slegon. Ist zu oh. So, nochmal. Palpin gossip nele coden. Carotene monis. Mobralim guaf. Die tauschen bestimmt gerade so geheime Rezepte aus. So, und nochmal einige Egel. Ina? Gobi ist zu oben. So, und da kannst du ruhig nochmal einige geben. Das sind wohl sehr lange Rezepte, die sie da austauschen. Bestimmt von ihren Ur-Ur-Ur-Großmutter. So, okay, und dann Medizin geben. Rowan, Zonsch, Wippens! Gilbonsa. Jonas. Zenev. Ist vollständig genesen. Dromash. Korigrosch. Rosal. Ist das wieder? Können wir ja sehen. Jawohl. Och, oje. Dann erstmal. Ihn, weil er war ja schon mal vorhin da. Deswegen kommt er natürlich jetzt als erstes dran. Wir haben noch 17 Egel. Da muss ich drauf aufpassen. So, und einige, bitte. Na? Gobin ist zu Patsch, patsch, patsch. Stell dich nicht so an. Du bist ein Mann, also bitteschön. Sei nicht so zimperlich. Kaleb. Grisch. So, jetzt geben wir einen. Einen Egel. Foie to Zell. Zux. Zab. Turbay. So, okay. Prima. Damit ist er gesund. Und dann. Die andere ist weg. Zorik. Super. Now, Simmy. So. Gut. Dann kannst du jetzt hier Symptome forschen. Das musst du unbedingt jetzt tun. Egal, ob jetzt ein Patient kommt oder nicht. Weil sie muss 2 Stunden forschen. Ach nee, eine Stunde. Gut, dann halt eine Stunde. Dann kann ich das ja wieder reinschieben. Und er geht weg. Gut, er geht. Lässt er uns einfach mit dem Patienten hier alleine. Dann spulen wir mal schnell vor. Uiuiuiui. So, dann.
12 haben wir noch. Mal sehen. So, dann musste noch mal, weil wir müssen erstmal das hier erledigen. So, zack, 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 zack. So. Kalek? Mal sehen, wer jetzt alles behandelt werden will. Also er will ja nicht. Mal gucken, ob der Färber möchte. Nein, will er auch nicht. Die Männer sind also kerngesund. Dann kann jetzt die Frau doch kommen. Da, 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 da. Und dann müssen wir auf jeden Fall auf dem Weg, wo wir angeln wollen, müssen wir auf jeden Fall auch Egel sammeln. Und achso, ja. Einige. Na? Dann noch ein paar. Ja, die Pflanzen können wir auf den Rückweg sammeln. So, und nochmal. Vor allen Dingen, ich frage mich, wie sollen die Egelchen so Krankheiten rausziehen aus dem Körper? Ja, so ne Scheck. Es gibt Dögen. Okay. So, und nochmal. Na? Go B is to home. Das kann ja nur unsere Level gut tun. So, dann kannst du nochmal einige Egel, damit müssen wir eigentlich ins Gelbe wieder reinkommen. Jawohl, und jetzt Medizin geben. Wie kommt? Lanel. So. Und wir haben Levelaufstieg. Ärzte sind die erste Netzen einzigen Abwehr gegen Krankheiten und Infektionen. Ihre Leidenschaft sind die Wissenschaft und medizinischen Fortschritte. Die Gesundheit des Königreichs liegt in ihren Händen. Vorteile der W3, mäßige höhere Chance auf effektivere Behandlung. Also das heißt, wir haben, es passt dann genauer. Ich muss da nicht so arg vorantasten. So, dann wollen wir jetzt mal rauskommen. Und zwar kannst du schon mal losgehen, weil wir müssen ja jetzt hier erstmal Egel fangen, Egel fangen, Egel, Egel. Und dann kannst du hier fischen. Dann kannst du da sammeln, sammeln, sammeln. Da läuft, die kommt bestimmt, die will bestimmt zu uns, aber jetzt sind wir halt nicht da.
So. Auch selbst unser Pfleger ist nicht da. Aber wir haben ja auch nur noch zwei Egel. Wir hätten also niemanden mehr groß behandeln können. Wunderbar. 10 Egel gefangen. Das ist gut. Ja, los, grapsch hinein. Na, na, na. Mon Karul. Die taugen sich bestimmt beim Fangen in ihre Hand rein. Weil sie muss ja testen, ob sie die Egel auch hungrig genug sind. Ne? Und die, die versuchen, sich an ihr festzusaugen, die sind halt hungrig genug. Na? Wie viel fängst du jetzt? Misrip. Die armen Egel. 8 Egel. Immerhin haben wir jetzt schon wieder 30 Egel. Zurück nach Hause. Und? 8 Egel. Naja, besser als gar nichts. Stadtwache. Wie sie sich immer aufregen, wenn die Stadtschreierin unterwegs ist oder in der Nähe. Na, beißt einer an. Knarre. Jawohl. Wow, damit gewinnst du sicher den Angelwettbewerb. Eine Schleie. Eine Schleie, so. So, dann sammelt sie hier jetzt noch ein paar Kräuterli ein. Dann kannst du da sammeln. Das kannst du nicht entdecken. Dann kannst du hier sammeln. Und da sammeln. So, und Pause. Ja, nämlich die Zeit ist wieder um. Ich beende dann jetzt hier den Part. Und wir werden dann im nächsten Part uns hier nach oben arbeiten und dann den Fisch präsentieren. Und ja, mal sehen, was dann, oder wie es halt dann weitergeht, ob wir gewinnen oder nicht. Mal sehen. Das werden wir ja dann erfahren. Okay. Schön, dass du da dabei warst. Schön wäre es, wenn du im nächsten Part wieder dabei sein würdest. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis denn dann. Tschüss.